Hallo Leute und herzlich willkommen bei Tamin ist wieder. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect The Legendary Edition. Wir machen weiter mit unseren Nebenmissionen, auch wenn die letzte nicht gerade erfolgreich war. Und ich wieder vergessen habe, wo ich hin muss. Ich Vollhammer. Muss in mein Tagebuch schauen. Tagebuch ist die Karte. Jetzt geht's bergab. Lieferung untersuchen. Die Logos der Frachter auf Pharos dokumentieren, dass eine große Menge Vorräte im System des Voyager-Clusters geliefert wurden. Seltsamerweise existiert da draußen nichts, was eine solche große Menge Vorräte benötigen würde. Reisen Sie ins Amazonas-System im Voyager-Cluster. Im Voyager-Cluster, Leute! Hierher. Dann ins Amazonas. Amazon. Zum Amazon-Reisen jetzt. Commander, wir empfangen ein Signal vom Hauptquartier der 5. Flotte auf der Zitadelle. Ich stelle es durch. Commander Shepard, etwas Unangenehmes ist geschehen. Während des Erstkontaktkrieges haben wir zahlreiche Spionagesonden in den turianischen Raum geschickt. Eine von ihnen schickte uns eben die Nachricht, Mission ausgeführt. Und warum ist das so unangenehm? Als diese Sonden gestartet wurden, wussten wir nicht, mit wem wir es zu tun hatten. Wir wollten nicht riskieren, dass Aliens unsere Technologie untersuchen. In der Sonde ist eine Atombombe eingebaut. Ein taktischer Sprengkopf von 20 Kilotonnen. Ungefähr vergleichbar mit der Bombe, die man im 20. Jahrhundert über Hiroshima zündete. Wenn jemand diese Sonde findet und damit herumspielt, ich muss wohl nicht weiterreden, Commander. Mir ist klar, dass man sich darum kümmern muss, aber ich habe niemanden, der für so etwas ausgebildet ist. Ich weiß. Ich würde Sie auch nicht darum bitten, wenn es nicht wichtig wäre. Diese Sonden sind seit 26 Jahren als geheim eingestuft. Der Rat würde Fusionsbomben als gefährlich und verantwortungslos bezeichnen. Wenn man die Sonde findet, stünde die Allianz in der Kritik. Ich bitte Sie, weil die Normandie schnell und leise vor Ort sein kann. Sie müssen in den Voyager-Cluster. Ja. Wir fliegen sofort dorthin, Admiral. In die Heckraut. Und wir gehen diskret vor. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Viel Glück. 5. Flotte Ende. Vorkommen entdeckt. Und nochmal Energie gefunden. Aber nix. Gut, dann kann nur da was sein. Aha. Gut, komm Liara und komm. Dali. So ein schöner Planet ist es nicht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir sind hier. Jetzt reisen wir mal hierher. Wo das jetzt schon geiler, oder?
Zeit. Das Signal kommt aus einer Mine? Eine Falle. So muss es sein. Stimmt. Das war kein Absturz. Jemand hat sie hierher gebracht. Vielleicht wissen sie nicht, was sie da haben. Wir müssen sie finden, bevor sie losgeht. Okay, Shepard. Halt mir den Weg. So, warte mal. Haben wir irgendeine Ausrüstung? Ja. Oh. Neu. So, Charlie hat auch Stärker hier. Ich habe nix. Irgendeine Waffe, die beste ist das meine. Die beiden Frauen haben jetzt eine bessere Waffe als ich. Nur mal so. Oh nee, ich will sie nicht. Eine Karte? Hoho, ist gut geppert. Sehr viel größer als genommen. Seismische Ladung. Das war volle Absicht. Shepard, endlich. Sie sind im Vorteil. Mein Name ist Elanos Haliad. Ich bezweifle, dass Sie ihn kennen. Wer führt die Terminus-Clans Ihrer Meinung nach an, Shepard? Tausende von Piraten, Sklaventreibern, Kriminelle jeder Machart? Bei den meisten kriminellen Organisationen ist es derjenige, der als der erfolgreichste angesehen wird. Das ist richtig. Derjenige, der die meisten Männer getötet, die meisten Schiffe erbeutet und die meisten Kolonien ausgeraubt hat. Vor 3 Jahren war ich der Stärkste. Ich nutzte meinen Einfluss, um eine Flotte zusammenzustellen. Wir wollten ihr Volk aus dem Randsektor vertreiben. Sie haben hinter dem Angriff auf Elysium gesteckt. Ich war der Motivator, der Anstifter, der, der Ruhm und Reichtümer versprach, wenn die größte Menschenkolonie des Clusters geplündert wird. Der, der die Schuld für das Scheitern bekam. Ich war ruiniert, als ihr Volk dem Angriff standgehalten hat. Wie könnte ich meinen Ruf besser wiederherstellen, als indem ich den ersten menschlichen Spectre eliminiere? So muss es nicht enden, Haliad. Leere Worte eines toten Mannes. Leben Sie wohl, Shepard. Was machen wir jetzt, Shepard? Wir finden einen Ausweg.
Ich muss jemandem da oben in den Arsch treten. Vielleicht finden wir hier etwas, das wir benutzen können. Scheiße. Du kannst nicht viel machen, Leute. Junge, Junge, Junge. Bereit. Ich finde ein Arschloch. Haben die Schilde verloren. Dann nehmen wir den Makro. Irgendwas. Das ist hinnig. Da ist er selber schuld. Rüber über die Rüben, Alter. Das ist auch ein Fragezeichen.
Wie, dass die Röhre wohl nicht aufkommt. Oh, Kacke. Auf dem Aufstieg. Sorry. Da hinten war noch ein... Dass ich wohl hergekommen bin, das ist mein Problem. Ah, da. Volle Deckung! Nein, da hab ich nichts gesehen, dass ich wieder was hingeschmissen habe. Nein! Ich hätte vorher noch holen können. Ja. Oh, ich habe eigentlich einen neuen Anzug bekommen hier. Nur Rumpad. Auf Ihren Befehl, Shepard. Ja, jetzt machen wir die. Die Mission haben wir geschafft. Ich bin gerade ein bisschen stolz, die war ziemlich schnell. Oder was habe ich das falsche gedrückt? So, Aufträge. Cerberus. Admiral Kahok hat Ihnen die Koordinaten einer Forschungseinrichtung der Cerberus-Gruppe gegeben. Wir müssen Planeten Pindu untersuchen und herausfinden, warum Cerberus die Alien-Monster in der Voyager Cluster nicht noch nicht gerade Yangtze im Yangtze System Pindu. Ja, da brauchen wir nicht weit reisen hier. Also, für uns hier. Für uns wäre das natürlich Bindu. Aber warte mal.
Schauen wir mal, ob man Ressourcen hier farmen kann. Ja. Und ja. Und landen. So, Rexy kommt mit, Rexy Hexy und Ashley Hexy. Ich hoffe, das ist nicht so langweilig für euch, aber ich will echt viele Nebenmissionen mitnehmen. Denn das finde ich echt cool. Schauen wir mal darüber, jetzt vielleicht da, aber da ist Metall. Also irgendeine. Irgendwas, was wir sammeln können. Was ist da oben? Können wir Materialien finden? Ja, lauter Y-Material. Schwermetall vorkommen deckt nicht. Sehr geil. Ich bin gerade ein wenig beschäftigt. Mit was denn? Hurry! Was? Geht's noch? Warum ein Bosch, ja? Hier, oder? Ja. Wir haben den Berg ersteigert, ja. Ich gut Deutsch. Erklommen, wollte ich sagen. Kann doch verkehrt fahren. Nicht gut. Was groß Rotes. Das gefällt mir gar nicht. Au. Au, au, au. Uns angegriffen, was wir sah. Gleich aus. Ich hoffe jetzt mal, dass ich was schaffe und nicht alle sterben. Ich habe schon mal lauter Gegner hier, das heißt, da kann ich nichts schaffen, da kommen sie. Ring. Komm her. Was ist zu gering hier? Warte mal, ich kann mir steigern. Was nehmen wir denn? Erste Hilfe hier. Oh, Schmeichel nehmen wir. Nehmen wir das letzte Schmeichel hier.
Gott, jetzt 16 Punkte. Junge Dame, es tut mir echt leid. Darum habe ich die Schiff zu niedrig, weil ich kein mit habe, der das kann. Wahrscheinlich. Wenn ich eh so viel klumpert habe, ist egal. So, Marco, komm mit. Da war mal nichts drin. Dann fahren wir weiter zur zweiten. Eigentlich haben wir einen Planet, der nicht so riesen Berge hat, Alter. Ich bin dankbar dafür. Kommt, Leute! Zur nächsten Basis, Shepard. Ja? Solche Missionen liebe ich. Ja. Aber auch nicht hier. Ich wunder. Gut, dann haben wir eh nur mehr. Können wir die Trümmer vorher noch abholen? Dann machen wir das und dann haben wir auch noch eine Anomalie. Ich habe schon gesagt, dass ich toll finde, dass hier keine Berge ist, also keine Boden.
Nein! Die Elektronik ist zu gering. Ja, ich bin jetzt absichtlich zurückgekehrt, Leute. Ich muss jemanden mitnehmen, der gute Elektronik und Kapitali kann. Ich nehme mal... Nein, Scheiße! Ich nehme... Gut, nimm die mit. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber die haben nämlich andere Fähigkeiten. Mal schauen. Ja, jetzt geht es. Ich muss aufpassen, dass ich immer einen von den beiden dabei habe, wahrscheinlich. Damit ich das ganze Zeug hier machen kann. Kann fliegen. Yeah. Da oben ist eine Pyramide. Nur mal so. Eigentlich müssen jetzt da drin sein, weil die anderen drei habe ich ja schon. Shepard, das sind wir Kahoku schuldig. Hilf, nochmal. Was, ey? Bei der Göttin. Es ist Admiral Kahoku.
Cerberus muss ihn aufgespürt haben. Oh, er ist halt tot. Danach hin. Ah, hier, aber Ticket. So, jetzt wollen wir noch da her. Was immer das da oben auch ist, sieht cool aus. Odianische Datendisk gefunden. Hey. Gut, dann zurück zur Normandie und dann haben wir es mit der Folge. Ich habe sogar zwei Nebenmissionen geschafft. Ich bin echt ein bisschen stolz auf mich. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.